Danke, Mama, der Kakao ist richtig lecker. Ja, ich gehe ganz kurz die Post aus dem Briefkasten holen. Okay, ich mach das. Da bin ich wieder, hab die Post dabei. Mama, ist Post für mich dabei? Ich schau mal. Also hier ist Post für Papa, hier sind Rechnungen und hier ist Post für mich. Nein, für dich ist leider keine Post dabei. Och Mann, ich will auch endlich mal Post bekommen. Da habe ich eine Idee. Wenn du einen Brief an eine Freundin schreibst, dann schreibt sie dir bestimmt zurück. Da bekommst du auch mal Post. Oh ja, kann ich einen Brief schreiben? Ja, das kannst du machen. Wir schauen am besten mal oben, was wir alles da haben. So, also hier hätte ich mal Blätter Papier und Buntstifte und Stifte zum Schreiben aus deinem Zimmer. Ja, das kann ich holen gehen. Gut, dann gehen wir nach unten, wenn du das geholt hast. So, hast du denn schon überlegt, wenn du schreiben möchtest? Ja, ich schreibe Tamara. Okay, da schreibst du mal ganz oben hin, liebe Tamara. Mama, ich kann doch gar noch nicht schreiben. Ja, stimmt, hast du recht. Also ich schreibe dir das oben hin. Liebe Tamara. So, was willst du denn Tamara noch sagen? Ich könnte ihr schreiben, dass ich sie mal wieder treffen möchte und ihr mal wieder abmachen möchte. Okay, das schreibe ich auch noch hin. So, weißt du denn jetzt schon, was man am Ende eines Briefes schreibt? Nein, das weiß ich noch nicht. Also, am Ende eines Briefes schreibt man immer liebe Grüße. Und dann schreibst du dann selber hin, Lisa. Okay, das mache ich so. So, hier ist ja ein Stift. Dann schreib mal hin. Ja, mache ich. So. L-I-S-A. Lisa. So. Gut, dann brauchen wir nur noch einen Briefumschlag. Da haben wir unten sogar welche. Oh, den kannst du nehmen. Aber Mama, der ist doch ganz weiß. Ah, bist du einen, wo was drauf ist? Ja. Ich glaube, da haben wir sogar keinen mehr. Ich schaue doch immer noch mal nach. Wir haben leider nur noch den weihnachtlichen hier. Und der passt also wirklich nicht so gut. Egal, ich will trotzdem den nehmen. Okay, dann nimm den. Oder musst du den Brief einmal in der Hälfte falten? Dann können wir ihn reinstecken. Juhu, sind wir jetzt fertig? Nein, jetzt müssen wir noch die Adresse und so draufschreiben. Okay. So, ganz oben kommt der Name Lisa Schumann. Dann kommt die Straße, also Baumstraße 4. Und dann kommt unten der Ort, das heißt Löffingen. Und die Postleitzahl 1215. Und nun dann noch das Land Deutschland. Sind wir jetzt fertig? Ja, jetzt können wir zur Post gehen. Ich muss nämlich auch noch ein Paket abgeben. Das heißt, das können wir gerade in einem machen. Können wir Lukas auch mitnehmen? Ja, ich gehe direkt mal nach oben. Lukas, wir gehen jetzt zur Post. Kommst du mit? Oh ja, ich war schon lange nicht mehr da. Warum gehen wir denn hin? Lisa hat einen Brief geschrieben und ich muss ein Paket abgeben. Ach so, okay. Ziehen wir uns auch noch was Warmes an. Draußen ist es echt kalt. Okay. Mann, was hast du denn in diesem großen Paket drin? Ich habe da einige Kleider bestellt, die mir aber zu klein sind oder nicht so ganz gut aussehen. Okay, also bringst du die wieder zurück? Ja, die kann ich wieder zurückschicken. Okay. Mama, hier ist jetzt ein Briefkasten. Werfen wir da einen Brief ein? Nein, den Brief bringen wir rein. Weil wir haben auch das Paket, da geht es gerade praktisch, wenn wir das Ganze in einem machen. Okay. Guten Tag. Guten Tag. So, ich würde gerne hier dieses Paket verschicken. A oder B-Post? B-Post. Okay, das Ganze macht dann 10 Plemo-Dollar. Bitteschön. Vielen Dank. Wir möchten auch noch hier diesen Brief verschicken. Ah, es war schon Weihnachten? Nein, wir haben einfach keine Postkarte mehr gehabt, die herbstlich ist. Ach so. Vielen Dank. Ah, die wird heute noch ausgeliefert. Oh, wie cool. War das dann alles? Ja, das war alles. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, danke, Ihnen da auch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Für Tamara schreibt so schnell wie möglich zurück. Ja, vielleicht bekommst du dann auch eine weihnachtliche Postkarte. Ja, wer weiß. Jetzt ist es, dass es dir wieder gefallen hat. Dann gib uns doch gerne einen Daumen nach oben und vergesst unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.